Ja, hallo, hier ist wieder euer Thomas von Free and Ride. Ihr habt es gerade gesehen, es ist gerade wieder voll in der Diskussion. Der berühmte Gorilla, die Aktivposition oder Cowboy oder wie auch immer sie das nennen will, stark in der Diskussion. Ich finde, es ist ein sehr wichtiger Move, man muss ihn aber richtig interpretieren und auch verstehen lernen, worum es überhaupt geht beim Gorilla. Und man darf halt nicht pauschalisieren. Das werden wir jetzt aufarbeiten, Stück für Stück. Und ich werde immer erklären, warum, wieso, weshalb. Bis gleich. Der Gorilla. Oder halt die halb aktivierte Position. Ich selber habe den lange Zeit auch über die Arme definiert. Entschuldigung dafür. Habe dann in meinen Kursen gemerkt, dass durch die Armaktivierung immer bei vielen Fehlhaltungen und eine Fehlinterpretation dieser Grundposition kommt. Deswegen zeige ich euch jetzt einmal, was dann das Problem ist. Ich mache das jetzt hier einmal vor. Und dann zeige ich euch die Lösung für das Problem, wie ihr richtig ins Bike kommt. Und dann werden wir gleich darüber reden, wo wende ich das überhaupt an? Wo ist es sinnvoll, wo ist es nicht sinnvoll? Wir müssen als Biker viel mehr über Logik nachdenken. Wenn zum Beispiel ein Hindernis kommt, wo mein Fahrrad eh zu mir kommt, warum soll ich mich dann vorher aktivieren? Ja? Dann bleibe ich einfach normal in einer Grundposition und nicht in der aktivierten Position, weil das Fahrrad kommt ja eh zu mir. Über sowas werden wir gleich reden, weil da kommt nämlich dieses Vorurteil der sogenannten Gorilla-Joeys, hat einer mal kommentiert, die dann wirklich, so wie ich eben in der Intro, die ganze Zeit so über den Trail fahren, was natürlich nicht notwendig ist. Weil wir werden gleich über Aktivieren, Nicht-Aktivieren reden und wir werden vor allen Dingen darüber reden, wie ist der Gorilla damit verbunden, Druck im Bike zu haben. Was heißt überhaupt Druck im Bike haben? All das erklären wir euch in diesem Video. Jetzt zeige ich euch erstmal, was die Hauptfehlhaltung bei der Gorilla-Definition ist. Ich mache das sehr langsam und dann werdet ihr das schön sehen. Dann sicher aktivieren, machen das hier. Da seht ihr schon, wenn ich mich halt vorne über die Arme aktiviere, hinten die Beine fast gerade lasse, falle ich so auf das Rad vorne drauf. Da kommen zwei Sachen dazu. Einmal tue ich den Schwerpunkt nach vorne verlagern und dann, damit ich überhaupt noch was sehen kann, muss ich die ganze Zeit den Nacken so hinten reinwerfen. Da habe ich mir gedacht, das machen leider sehr, sehr viele in meinen Kursen. Wie kann man Abhilfe schaffen? Und Abhilfe schaffe ich mit einer ganz einfachen Metapher. So, wir nehmen uns einen Ast, der hier zufällig im Wald rumliegt. Das ist jetzt unser krasser Rentallenker. Und jetzt, wenn ich mich nur über die Arme aktiviere, ist das ja quasi so. Das sieht nicht schön aus, weil wir dann auch nicht in der Mitte im Wald bleiben. Sondern jetzt nehmen wir mal als Metapher, wir hätten hier hinten eine Langhantelstange auf den Schultern und würden eine Kniebeuge machen. Wie das im Fitnessstudio heißt, weiß der Daniel, ich leider nicht. Jetzt aktiviere ich mich mal mit einer anderen Bewegung, stell mir aber vor, das hier ist fest und geht einfach mit. Ich aktiviere mich nämlich über die Kniebeuge. Der Lenker, wir versuchen den Lenker in der gleichen Höhe zu halten. Was passiert automatisch mit den Armen? Man sieht es ja auch von vorne, kann ich es mal zeigen. Die Arme gehen nach außen. Das ist auch eine der größten Fehlinterpretationen beim Gorilla. Nämlich, dass die Leute es gar nicht über die Ellbogen definieren, weil die Ellbogen müssen nach außen. Da sind wir uns alle einig, alle Fahrtechnik-Coaches, alle Pro-Fahrer. Weil wenn ich die Ellbogen hier innen habe, habe ich keinen Spielraum im Bike und kann mich nicht bewegen. Die Ellbogen müssen nach außen. Was aber fehlinterpretiert wird, und das sieht man von der Seite am besten, ist die Schulterposition. Die sollte homogen sein. Ich werde jetzt gleich mich aktivieren über die Beine beim Fahren und dann werdet ihr sehen, wie die Arme einfach mitgehen und die Schulter sich automatisch positioniert, weil der Rücken aufrecht bleibt. Dieses Übertriebene so, wo dann hier schon die Schulter überdreht und das schon wehtut quasi, das ist natürlich falsch und nicht gut, weil es halt einfach auch keine homogene Bewegung ist. Ihr werdet jetzt gleich sehen, wenn ich das zweite Mal hier runterlege, ich aktiviere mich wirklich nur über die Beine, über diese Kniebeuge. Achtet mal auf den Rücken und auf meine Kopfrichtung. Das bleibt alles aufrecht, obwohl ich mich voll aktiviere. Schaut euch mal an, ihr werdet den Unterschied sehen können. So, jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Leute, auch wenn ihr meine Videos guckt, der Gorilla ist ja natürlich nicht starr positioniert. Das heißt, ich fahre nicht alles so um Gorilla und mit Kopf über dem Vorbau oder so. Das ist Bullshit. Das werden wir euch jetzt erklären. Und zwar
Wenn zum Beispiel ein Hindernis kommt, ein sogenanntes Negativhindernis, wo das Fahrrad nach unten weggeht, so wie hier bei diesem Step-Down, bei diesem kleinen Absatz, dann muss ich mich wie eine Feder vorher vorspannen, in diesem Kniebeugen-Gorilla, so nennen wir den jetzt mal, damit ich das Rad unter mir fallen lassen kann. Das führe ich jetzt einmal vor. Und dann muss ich natürlich mich vorher aktivieren, damit ich das Rad auch unter mir arbeiten lassen kann. Damit das den Boden abtasten kann, das Rad. So, dann macht das Sinn. Und jetzt gleich zeige ich euch eine Situation, wo das überhaupt keinen Sinn macht. Jetzt habt ihr eben gesehen, wie das bei einem Step-Down geht. Ich aktiviere mich vorher wie eine Feder und lasse das Fahrrad den Boden abtasten. So, jetzt nehmen wir mal mir hier ein Hindernis. Das wollen wir jetzt nicht springen, sondern wir wollen das abtasten. So, jetzt fahre ich hier diesen Trail lang und das Hindernis kommt aus dem Boden raus, also ein Positivhindernis. Es wäre ja jetzt Blödsinn, sich vorher zu aktivieren, weil das Rad ja sowieso zu mir kommt. Das heißt, liebe Leute, im Trail aktiv fahren heißt nicht, dass ihr immer so fahren müsst, sondern immer an den Trail angepasst. Kommen da nur 5 cm Würzelchen, dann könnt ihr ganz normal in Grundposition fahren, wie ich nenne es ja Giraffe, halt ganz leicht geknickte Beine und Arme, so, ne, Grundposition. Ihr werdet das jetzt sehen, ich fahre dieses Hindernis, ich schluck das jetzt mal weg, indem ich einfach wieder das Rad zu mir kommen lasse. Diese Körper-Bike-Trennungsgeschichte ist mit dem Gorilla ganz eng verbunden. So, ich werde den Gorilla wieder über die Kniebeuge dann aber erst kommen lassen durch den Hubbel. Das Fahrrad kommt ja zu mir. So, also warum vorher aktivieren? Das sehe ich ganz oft, Leute, im Park, wenn ein Positivhindernis kommt, dass die Leute sich vorher klein machen und aktivieren. Ist aber ja Blödsinn, weil das Rad kommt ja zu euch. Ich werde das jetzt hier einmal zeigen und gleich noch bei einem krasseren, wo ihr das echt gut sehen könnt, wie ich das Rad halt zu mir kommen lasse. So, try 1. Jetzt werde ich euch praktisch hier auf dem Trail zeigen, wie ich meine Gorilla-Position ändere. Die Gorilla-Position, liebe Leute, ist nicht starr und statisch, sondern ein dynamischer Prozess im Austausch mit eurem Bike. Der Kurt, einer meiner ersten MTB-Schüler, der inzwischen sehr gut Fahrrad fährt, hat auch einen eigenen Kanal, den wird da hier unten auch einmal mal verlinken. Der sagt, wenn du es geschafft hast, dass dein Bike ein Körperteil von dir ist, dann bist du im richtigen Flow. So, das heißt, dann ist man auf dem richtigen Weg, weil dann weiß man genau, ich arbeite mit Gefühlen und nicht mehr mit dem Kopf. Das zeige ich euch jetzt hier mal. Ich werde jetzt nacheinander erst einmal ein Negativhindernis wegmachen und dann hier dieses Positivhindernis. Und ihr seht schön, achtet vor allen Dingen auf meinen Rücken. Der bleibt die ganze Zeit aufrecht, aber die Beine arbeiten. Die Arme gehen nur mit. Die Arme machen gar nichts. Zum Thema Arme, die Engländer sagen light hands, heavy feet, also leichte Hände, schwere Füße. Das werden wir gleich noch bearbeiten, das Thema, warum das ursächlich ist für Probleme beim Mountainbiking, gerade auf Trails oder bei losem Boden auch. Und wie ihr da Abhilfe schafft, das zeigen wir euch dann gleich, nachdem ich diese Fahrsequenz überlebt habe. So. Jetzt kommen wir zum Thema Light Hands, Heavy Feet. Der Test, ob ich überhaupt in der richtigen Position im Bike bin. Ein Problem vieler Mountainbiker ist, dass sie hier mit dem Lenker und mit den Händen immer Kontrolle und Druck aufbauen. Ziemlich viel. Wenn die dann das erste Mal in Leo-Gang sind, tun nach einer halben Stunde hier die Unterarme und die Finger alles weh. Weil wo sind die Sehnen und die Muskeln von unseren Fingern? Da drin, nicht in der Hand. So, woran liegt das? Das liegt daran, dass wir glauben, dass wir den Druck fürs Vorderrad komplett über den Lenker einleiten. Auch das habe ich früher leider so gelehrt. Tut mir leid, Leute, ich habe es jetzt geändert, weil ich gemerkt habe, genau das ist eins der Hauptprobleme, warum Leute unsicher auf Trails im losen Gelände oder so fahren. Und zwar geht es mir jetzt um das Thema leichte Hände, schwere Füße, Druck auf den Füßen und um Eigenkontrolle. Bin ich überhaupt im Bike positioniert? So, ich werde es euch jetzt mal zeigen. Einmal rolle ich hier vorbei und mache den Druck auf dem Lenker mit den Armen. Und dann werde ich gleich tatsächlich nur noch einen Finger auf den Lenker tun. Und trotzdem wird die Federgabel eintauchen beim Druck über die Pedalen. Um die ganzen Slow-Mo-Kritiker glücklich zu machen, ihr wisst, was ich vor 14 Tagen gesagt habe, aber gerade das jetzt, weil es physikalisch so interessant ist und tatsächlich gut zu sehen ist, nimmt Daniel das jetzt mal mit mehr Frames auf
Und wir werden das jetzt mal in Zeitlupe zeigen, weil es ist wirklich für viele absolut unverständlich, dass Druck in die Gabel kommt über die Pedale. Viele denken, vorne Druck ist immer auf Oberkörper. Aber nicht nur der Oberkörper, sondern es ist tatsächlich auch der Pedaldruck. Ich werde da gleich noch genauer was zu erklären. Jetzt nehmen wir euch erstmal eine Slow-Mo dazu auf. Viel Spaß! Warum ist mir das Thema so wichtig und warum habe ich es bisher eigentlich nie zum Thema gemacht? Weil ich gar nicht darüber nachgedacht habe, wie essentiell wichtig das ist. Das ist eine elementare Sache meiner Meinung nach. Und ihr könnt selber gut kontrollieren. Es ist einfach Logik der Sache, wenn ihr auf jedem Pedal den gleichen Druck habt, ja, dann seid ihr auch im zentral im Bike. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob das Rad so ist, weil ihr bergab fahrt, oder ob es bergauf geht. Das passt sich automatisch an, dadurch wird nämlich eure Position auch. Wenn es zum Beispiel bergab geht und ihr seid mit beiden Pedalen gleich im Druck, seid ihr automatisch wieder im Lot, im Zentrum, im Schwerpunkt. Und zwar entscheidet sich euer Schwerpunkt, definiert den nicht über, wo euer Körper ist, hört damit auf, sondern macht einfach auf jedem Fuß den gleichen Druck drauf und dann seid ihr automatisch immer im Back. Weil der Hauptgrund, warum Leute stürzen, ist, weil sie hier oder hier keinen Druck mehr haben im Bike. Und das kommt oft dadurch, wenn ich jetzt zum Beispiel nach hinten gehe, wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir dann auf dem hinteren Pedal, das kann man immer schön ohne Fahrrad simulieren. Ich bin jetzt schön mittig auf beiden Füßen, so, habe den Druck auf beiden Füßen gleich verteilt. Jetzt gehe ich nach hinten. Dann ist hier, ich kann ihn hochheben, hier ist gar kein Druck mehr drauf und hier hinten ist der ganze Druck drauf. Das gleiche, wenn ich nach vorne gehe, ist hier kein Druck mehr drauf und der ganze Druck hier. Da müsst ihr euch sensibilisieren und mal wirklich testen, das kann man super testen. Haltet den Lenker mal nur so gar nicht richtig fest, so ganz locker. Geht mal auf beide Beine und macht mal so, wenn ihr so einen Weg bei euch vor der Straße runterfahrt. Geht mal, wenn ihr einen Fully habt, federt ein. Erstens auch gut zu sehen, ob das Fahrwerkssetup passt. Es sollte vorne und hinten dann gleichzeitig einfedern und dann seid ihr einfach in der Mitte im Bike. Und das ist euer neues Ding, auch für Steilabfahrten. Einfach auf beide Füße den gleichen Druck ausüben und ihr seid immer im Schwerpunkt. Ganz von alleine, wie die Kugel auf der Bahn. Wenn man die Kugel runterrollen lassen will, senkt man die Bahn ab. Und so ist das halt da auch, wenn man den Druck auf beide Füße gleich verteilt, ist man immer in der Mitte im Bike. Druck im Bike. Also, Fazit, ich halte den Gorilla und Druck im Bike für extrem wichtig, um ein sicherer Mountainbiker zu werden. Das ist natürlich eine starke Gefühls- und Übungssache. Allerdings finde ich es falsch zu sagen, der Gorilla ist kacke. Gerade für Einsteiger, der Gorilla, vor allen Dingen über die Kniebeuge definiert, macht einen zu einem sicheren Fahrer. Ich denke, das könnte euch auch Daniel Dyer bestätigen. Wichtig ist, definiert ihn nicht mehr über die Arme, weil da passieren diese ganzen Fehlhaltungen und dann kommen wirklich so Gorilla-Joeys, die auf einem Flow-Trail so fahren. Wenn ich jetzt einen Flow-Trail runterfahre, da kann ich so bleiben, weil da kommt ja nichts. So. Also das ist halt einfach immer, man muss die Aktivierungsposition immer ans Geländer anpassen. Ich denke, das habe ich euch heute hinreichend erklärt. Und dass der Gorilla keine Endposition ist, in der ich dann so starr bleibe. Weil sobald ich starr bin, habe ich ja wieder das Problem, dass ich mich nicht anpasse ans Gelände, ans Bike, an die Gegebenheiten. Es ist ein dynamischer Sport und ich bin ständig eigentlich, muss ich gucken, dass ich automatisch im Bike bleibe. Und das passiert viel über den Druck über die Pedale. Ist der ausgeglichen, da die Pedale zum Glück meistens beide gleich, die Kurbelarme gleich lang sind, ist man immer ausgeglichen vom Druck her im Bike. Viel Spaß beim Üben und wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Hashtag alle 14 Tage. Ciao, euer Thomas.